Ja, Leute, hallo und herzlich willkommen zu meinem kleinen Weihnachts-Countdown heute am 16. Dezember. Natürlich sind wir auch heute wieder unterwegs und da sieht es manchmal so aus. Wem das noch nicht viel sagt, dem zeige ich jetzt mal einen Blick in eine Stadt. Das könnte dem einen oder anderen bekannt vorkommen und das ist dann die Flagge dazu. Ja, wer das noch nicht kennt, da gehen wir jetzt mal zu Google Maps. Ja, und wir sind wieder in Europa, wie man unschwer erkennen kann. Und heute sind wir genau da, in Ungarn. Ja, und auch in Ungarn wird natürlich Weihnachten gefeiert, wie ihr euch vorstellen könnt. Ja, und auch in Ungarn gibt es zum Beispiel den Nikolaus, der ist da, der Sage nach der Vater des Winters. Er entspricht so in etwa unserem Weihnachtsmann in seinem roten Gewand, der übrigens von Coca-Cola in den USA erfunden wurde. Nur so am Rande bemerkt. Ja, und die Nikolaus-Figur, so wie wir sie kennen als Bischof mit Mitra und Krummstab, kommt eigentlich nur in den streng katholischen Haushalten. In den vielen anderen kommt natürlich eine ähnliche Variante wie bei uns hier in Deutschland. Da stellen auch die Kinder ihre Schuhe raus und da ist es auch so wie bei uns, dass es entweder irgendwie etwas Schönes in die Schuhe gesteckt bekommt oder halt, naja, etwas nicht so Schönes, wie ihr euch vorstellen könnt. Das gilt aber natürlich nur für Kinder, die nicht artig waren, ist ja ganz klar. Ja, und zu Weihnachten hat sich dort auch der Weihnachtsbaum in Ungarn breit gemacht. Nicht bei allen, aber bei vielen. Und so trifft sich dann am 24. Dezember auch die Familie im kleinen Kreis, auch zum Essen. In der Regel gibt es da Fisch oder Pute. Aber sowas Traditionelles wie bei uns in Deutschland, die Weihnachtsgans, gibt es da wohl nicht. Was dort sehr interessant ist, ist, dass an den Weihnachtsbaum so eingewickelte Bonbons rangehängt werden. Salonzucker heißen die. Die sind so gefüllt mit Marzipan, Fruchtgelee, Schokocreme. Tja, und die ungarischen Kinder entwickeln bereits im frühen Alter ein erstaunliches Maß an Expertenwissen darin, wie man diese Inhalte aus dem Papier herausarbeitet, ohne das Papier zu beschädigen und ohne dass es auffällt. Ja, und dann gibt es noch einen Brauch, und zwar geht es da um den St. Luzientag am 13. Dezember. Und nach diesem Brauch sollte jeder Mann am 13. Dezember damit beginnen, einen Stuhl zu bauen und dabei nach Möglichkeit 7 verschiedene Holzarten zu verwenden. Dieser Stuhl muss dann nach Möglichkeit am 24. Dezember auch fertig sein. Ja, und den nimmt man dann mit zur Christmette. Dort stellt man sich auf den Stuhl und hält nach Hexenausschau. Wenn man eine Hexe sieht, schnappt man sich den Stuhl und rennt nach Hause. Damit die Hexen einen nicht fassen, wirft man Mohnsamen auf den Boden. Den müssen die nämlich aufsammeln. Tja, und zu Hause angekommen, verbrennt man dann den Stuhl und so ist man für das nächste Jahr vor ihnen sicher. Das war's für heute aus Ungarn. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei. Wir sehen uns morgen. Ciao, euer Dirty Harry.